Hallo in die Runde. Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen heute bei Boden um 7, was eigentlich heute Wasser um 7 heißt, denn heute dreht sich ganz alles ums Wasser. Unser Thema: Wege aus der Wasserkrise mit dem Vortrag von Herrn Manfred Mödiger beginnen. Sie sehen auch hier noch die E-Mail-Adresse von Herrn Mödiger eingeblendet. Beende ich die Freigabe meines Bildschirmes und übergebe ganz herzlich den Herrn Manfred Mödinger die Stimme. Bitte, möchten Sie sich ein bisschen vorstellen? Ja, ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite an alle Zuhörer. Ich darf mich erst mal kurz vorstellen, also Manfred Mödinger aus Sixdorf im Chiemgau. Ich bin von Haus aus Brauereiingenieur und war dementsprechend dann auch in Brauereien tätig, in Mineralbrunnen und auch eine Zeit bei Pro Natur, damals der ersten ökologischen Unternehmensberatung in Deutschland. Seit 1996 bin ich selbstständig und was dann auch für den Vortrag mit eine Rolle spielt, eben 2008 dann auch Mitgründer der Qualitätsgemeinschaft Biomineralwasser gewesen und bin jetzt seit 2 Jahren noch als deren geschäftsführender Vorstand aktiv. Mit Mineralwasser und damit dann auch mit jeder Menge Wasserprobleme beschäftige ich mich also auch schon seit über 40 Jahren, genau genommen seit 1983. Ja, Wege aus der Wasserkrise heißt der Vortrag, den ich Ihnen heute halten möchte, beziehungsweise das Thema, über das wir uns dann auch hinterher gerne unterhalten können. Und ich möchte also damit anfangen oder mich diesem Thema Wasserkrise zuerst einmal auf eine vielleicht eher unübliche Art und Weise annähern, und zwar aus Sicht ganz normaler Menschen. Und dazu habe ich Ihnen dieses Bild mitgebracht. Das habe ich Mitte Mai diesen Jahres in Barcelona geschossen. Und es zeigt einen der vielen schönen Brunnen der Stadt, dem aber etwas fehlt, wie man vielleicht sieht. Denn genauso wie alle anderen großartigen Brunnen dieser Stadt fehlt ihm das Wasser. Und alle Brunnen, groß und klein, in der Stadt waren abgestellt. Und im Hotel, in dem wir waren, mitten in der Stadt, fehlte der Stöpsel für die Badewanne. Mit einem Hinweiszettel im Bad, wenn man unbedingt ein Bad nehmen wolle, könne man den Stöpsel an der Rezeption abholen. Also das zeigt, wie Millionen von Touristen und Einwohnern die Wasserkrise Spaniens wahrnehmen. Das ist also ein Bild des Mangels. Um das Gegenteil zu zeigen, könnte ich jetzt Bilder vom Hochwasser in Bayern und Baden-Württemberg aus den letzten Wochen zeigen. Diese Bilder haben Sie aber vermutlich alle selber noch im Kopf. Aber ich glaube, wesentlich mehr Menschen waren als Folge des Hochwassers von dessen qualitativen Folgen betroffen. Mehr, also weit mehr betroffen als von der wirklichen Überschwemmung, die ja nur diejenigen direkt getroffen hat, die am Bach oder Fluss wohnen oder deren Felder überflutet wurden. Aber von den daraus folgenden Keimen im Trinkwasser, von der Chlorierung, also der Vergiftung des Wassers zur Desinfektion und von zahlreichen Abkochgeboten, so wie bei diesem Beispiel, waren dagegen in der Regel alle Bewohner der jeweiligen Städte und Dörfer betroffen. Denn es sind ja sehr viele Trinkwasserbrunnen, die Uferfiltrat gewinnen oder auch den Wasserfluten überflutet wurden. Neben diesen Wahrnehmungen der quantitativen Seite der Wasserkrise, also entweder zu wenig oder zu viel, mit auch qualitativen Aspekten, wie man ja an diesem Bild schon mitsieht, treten dann die rein qualitativen Probleme des Wassers. Die haben aber indirekt auch wieder eine quantitative Seite, zum Beispiel dann, wenn Grenzwerte etwa vom Nitrat überschritten werden und solche Brunnen dann aus der Nutzung genommen werden müssen. Deren Brunnenwasser fehlt dann in Dürrezeiten manchmal schmerzlich für die Versorgung. Jetzt möchte ich aber noch einen ganz anderen
indirekten Blick auf die Wahrnehmung oder Nichtwahrnehmung von Wasserkrise durch die Bürger werfen. Was Sie hier sehen, ist das Ergebnis einer Befragung, die das Bundesinstitut für Risikobewertung durchführt. Und zwar jedes Jahr wird eine große Gruppe Menschen danach gefragt, was sie bezüglich ihrer Lebensmittel beunruhigt. Da wird zwar nicht explizit nach dem wichtigsten Lebensmittel Wasser gefragt, und die Leute haben das auch nicht im Kopf, wenn sie antworten. Aber mich interessiert da immer, welche qualitativen Themen werden da beantwortet, die die Menschen eben auch beim Wasser beunruhigen könnten. Und drei davon habe ich gelb markiert. Und man sieht also, dass das Thema, das die Leute mit Abstand am meisten beunruhigt, Mikroplastik ist. Mikroplastik in Lebensmitteln, natürlich auch in Wasser. Das ist aus der Sicht des Umwelt- und Meeresschutzes auch angebracht, spielt aber in Lebensmitteln, auch in Trinkwasser oder Mineralwasser, praktisch keine Rolle. Ganz im Unterschied zu seiner medialen Wahrnehmung, die sich in dieser Beunruhigung dann widerspiegelt. Reste von Pflanzenschutzmitteln in Lebensmitteln steht hier an Nummer 3. Und künstliche Süßstoffe ein Stück weiter unten in der Mitte sind zwar in gesundheitlicher Hinsicht vielleicht auch wenig wichtig, spielen aber eine Hauptrolle bei der qualitativen Wasserkrise. Ja, und diese Umfrageergebnisse decken sich mit den Ergebnissen einer zweimal hintereinander im Februar und im September 2022, also vor und nach der großen Sommerdürre in diesem Jahr durchgeführten Befragung durch Allensbach. Und hier sank die Zahl derer, die unsere Wasserversorgung auch in 10 bis 15 Jahren noch vergessen, von 61% im Februar auf 46% im September. Das zeigt also sehr schön, wie die jeweiligen Ereignisse dann auf die Menschen und ihre Meinung einwirken. Für die Gegenwart allerdings sind immer noch 50% der Meinung, man müsse sich keinerlei Sorgen machen. Und 95% halten das deutsche Leitungswasser für gut oder sehr gut. Sehr interessant war aber noch in dem Zusammenhang, dass Allensbach auch nachgeforscht hat, wie es um den tatsächlichen Wissensstand der Bevölkerung zur Wasserversorgung aussieht. Und der liegt bei nahezu null. Und ganz besonders bemerkenswert war, dass besonders gebildete Leute besonders wenig wussten. Und das hat die Frau Professor Köcher, die Chefin von Allensbach, dann so kommentiert, dass sie das noch bei keiner einzigen Umfrage, die sie je gemacht hat, jemals erlebt hat. Also beim Wasser ist das einzige Thema, wo gebildete Menschen weniger wissen als Ungebildete. Das ist auch sehr bemerkenswert. Das stark gestiegene Unsicherheitsgefühl führt aber umgekehrt zu einer großen Unterstützung der Bevölkerung für alle Aktivitäten für den Wasserschutz. Die Leute wissen zwar nicht, was man machen könnte, aber sie finden es wahnsinnig positiv, wenn einer sich engagiert, wenn einer was tut. Und da sehen wir auch die große Chance für unsere Bio-Wasserbauern, also für die Partner der Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser. Wir können der Bevölkerung mit Engagement eben auch das Vertrauen geben, dass wir uns um die Dinge kümmern. Ja, soweit zur Wasserkrise in der Wahrnehmung der Menschen, jetzt zur Wahrnehmung der Experten. Und zur ersten Frage, wer nutzt das Wasser? Der größte Teil des gewonnenen Mineralwassers in Deutschland, das sehen Sie also an diesem Bild, stammt aus Tiefengrundwasser. Da ist ja ein Brunnen zu sehen, eine Brunnenbohrung, die bis in die Tiefe zu einer wasserführenden Schicht reicht. In diesen Tiefen sehen wir noch relativ wenig Beeinflussung der förderbaren Wassermengen, die im Vergleich mit den oberen Stockwerken oder dem obersten Stockwerk sowieso in aller Regel relativ gering sind. Trotzdem werden natürlich auch Mineralbrunnen indirekt von den rückläufigen Mengen der obersten Grundwasserstockwerke beeinflusst, da immer mehr Nutzer an die kostbaren Tiefenreserven heranwollen.
und der Nachschub, also die Versickerung von oben nach unten, ganz langsam weniger wird. Ja, und in Bayern hat der Bayerische Landtag eigentlich schon 1994 die Nutzung von Wasserreserven aus tiefen Stockwerken auf sogenannte hochwertige Zwecke der Gesundheit und unabdingbarer Notwendigkeit beschränkt, wie zum Beispiel für Mineral- und Thermalwasser. Trotzdem stammen aber ungefähr 20% des bayerischen Leitungswassers aus tiefen Grundwasservorkommen. Nach den Wasserrechten dürfen bis zu 118 Millionen Kubikmeter jährlich entnommen werden, wobei jedoch bei dieser Entnahme nur rund 4% dann auf eine hochwertige Nutzung zum Essen und Trinken entfallen. Zum Vergleich, den Mineralboden- und Erfrischungsgetränkeherstellern sind circa 8,5 Millionen Kubikmeter Entnahme in Bayern gestattet. Hier sind allerdings auch viele andere Nutzungen, etwa von Brauereien, enthalten. Die tatsächliche Mineralbrunnenmenge schätzen wir auf unter 3 Millionen Kubikmeter, also unter 1 Promille der Wassergesamtnutzung. Ja, wer nutzt das Wasser? Dazu noch ein Überblick für die Daten oder Zahlen aus ganz Deutschland. Speziell zum tiefen Grundwasser gibt es keine deutschlandweiten Zahlen. Zur Nutzung insgesamt gehen laut Statistischem Bundesamt von 20,7 Milliarden genutzter Kubikmeter etwa 5,4 Milliarden Kubikmeter in die öffentliche Wasserversorgung. Die Landwirtschaft nach dieser Statistik hier sei angeblich nur mit 0,44 Milliarden Kubikmeter dabei. Und ganz unten sehen Sie dann die Herstellung von alkoholfreien Getränken mit rund 0,035 Milliarden Kubikmetern, wobei ich schätze, dass deutschlandweit die reine Mineralwasserabfüllmenge bei etwa 0,012 Milliarden Kubikmeter liegen, also von dieser Zahl ein gutes Drittel, also deutschlandweit dann einen Anteil von circa 0,6 Promille entsprechend. Das heißt, beim Mineralwasser wird sich irgendwo die tatsächliche Nutzungsanteil zwischen 0,6 und einem Promille betragen. Ja, und wenn wir nun fragen, das ist also die Seite der Wassernutzung. Wie sieht es denn mit dem Dargebot jetzt speziell beim Grundwasser aus? Wie groß ist denn das Mengenproblem in den oberen Grundwasserschichten? Problem bei der Geschichte ist ganz einfach, wir wissen es nicht. Die Datenlage zur Situation des Wassers in Deutschland ist extrem schlecht. Es gibt also weder eine einheitliche Datenerhebung noch eine definierte Auswertung und erst recht keine Veröffentlichung von Daten. Auch sind die wirklichen Wasserentnahmen gerade in der Landwirtschaft unbekannt. Einschlägige Recherchen zeigen in etwa bei der Hälfte der Messstellen fallende Grundwasserpegel. Wobei für die Grundwasserstände ist ja entscheidend die Grundwasserneubildung, also die Differenz zwischen den Niederschlägen einerseits und der verdunsteten Menge bzw. der Wasseraufnahme durch die Natur andererseits. Die Grundwasserneubildung in Bayern stellt sich etwa so dar, dass dieses Chart zeigt, dass die Grundwasserneubildung etwa seit 2002 sinkt, ungefähr um 20% in den letzten 20 Jahren. Natürlich gibt es dann immer wieder Einzeljahre, wie an diesem Bild hier für 2013, wo der Mittelwert auch mal wieder nach oben überschritten wird. Das werden wir natürlich auch für 2014 sehen, angesichts der starken Niederschläge. Aber so im Wesentlichen stimmt die Richtung und Zahlen aus Baden-Württemberg für die mittleren Jahresniederschläge zeigen dann ähnliche Rückgänge. Also das bestätigt auch diese bayerischen Zahlen. Wie wird sich das oder welche Entwicklung erwartet man bei diesem Thema für die Zukunft, also insbesondere für Beeinflussung durch den Klimawandel?
Und hier hat Bayern Fallstudien zu Klimafolgen veranlasst mit einem Klima- und Niederschlagsmodell, das von den Jahren 1951 bis ins Jahr 2100 reicht, wurden für einzelne Regionen Bayerns die Klimafolgen berechnet. Und dabei zeigte sich hier am Beispiel Oberpfälzer Wald, wo praktisch die Werte für 2021 bis 2050 nach den neueren Erhebungen, also bei einem Minus von 30% gesehen werden, statt wie bisher minus 16,5%, dass man also doch erheblich höhere Rückgänge der Ergiebigkeit der Grundwasservorkommen erwartet, als man es bisher angenommen hat. Das ist halt die eine Seite und gleichzeitig werden die verfügbaren Mengen durch die qualitative Verschlechterung des Grundwassers weiter eingeschränkt. Und diesem Zusammenhang wird bisher allerdings kaum Beachtung geschenkt. Schauen wir zu den qualitativen Wasserproblemen. Das hier zeigt zunächst mal eine Übersicht oder eine Entwicklung der Trinkwasserbelastung seit dem Jahr 1950. Das zeigt also die Trinkwasserbelastung mit den einzelnen Stoffen. Und im Laufe der letzten circa 70 Jahre wurde eben das Trinkwasser immer vielfältiger verunreinigt. Das ging mit den Atombomben-Fallouts, ging das also nach dem Krieg los. Dann kam die Industriechemie, das sehen Sie hier mit halogenierten Kohlenwasserstoffen. Ja, und seit der Grünen Revolution in den 1960er Jahren haben dann Landwirtschaft und Agrarchemie die Regie übernommen. Die Sache mit den Atombombenrückständen hat sich inzwischen erledigt. Nachdem die oberirdischen Tests eingestellt wurden, hat sich die Radioaktivität bis heute abgebaut. Und dieses Beispiel, also über 70 Jahre hinweg, zeigt letztendlich auch das lange Gedächtnis des Wassers. Also wenn wir hier positive Veränderungen einleiten, dann dauert es einige Jahrzehnte, bis die Auswirkungen dann auch gesehen werden. Ja, und dann sehen Sie also praktisch ab dem Jahr 2000 kommen hier Metabolite, also Abbauprodukte der Pestizide, Arzneimittelrückstände und Süßstoffe dazu. Und ab etwa 2010 dann die aktuellen Themen perfluorierte Alkylsubstanzen und Mikroplastik. Ja, und seit 2014 eben, um genau zu sein, können wir diese perfluorierten Alkylsubstanzen hinzufügen. Und das sind chemisch sehr stabile, gut wasserlösliche Substanzen, die eine immens breite Anwendung erfahren haben, vom Textilimprägnierstoff über Brandschutzmittel bis zum Begleitstoff von Pestizidmischungen. Und diese Stoffe, und das macht die Sache ganz besonders brisant, darum stelle ich auch dieses Thema an den Anfang, sind gesundheitlich schon in sehr geringer Menge höchst bedeutsam. Und wie die BfR-Umfragen, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, zeigen, hat die Bevölkerung dieses Thema noch nicht mitbekommen. Der Zusammenhang mit einer verringerten Immunantwort, verringertem Wachstum von Babys und von Nierenkrebs beispielsweise ist allerdings evident bewiesen. Und erst kürzlich gab es eine Untersuchung interessanterweise des Bluts von EU-Parlamentariern. Und das hat gezeigt, dass alle untersuchten Parlamentarier bis zu 7 verschiedene PFAS im Blut hatten. In Baden-Württemberg hat man dem Thema schon sehr früh viel Aufmerksamkeit gewidmet. Da wurden zwischen 2015 und 2018 1913 Messstellen überprüft und in 864 Messstellen, das entspricht 45%, wurden Spuren von PFAS gefunden. Hier steht also 51%, das geht auf die unterschiedlichen Jahre zurück, was die einzelnen Untersuchungen angeht. Das heißt, PFAS sind bereits unwiderruflich als Grundbelastung in unserem Trinkwasser vorhanden. In einer hessischen Untersuchung von 2014 von 119 Mineralwässern wurden ebenfalls Spuren dieser Stoffe
bis zu Mengen von 0,013 Mikrogramm, also 13 Nanogramm pro Liter, in 28% aller Proben gefunden. 2019 gab es nochmal eine große Mineralwasseruntersuchung, da wurden dann keine PFAS-Spuren entdeckt, aber definitiv gibt es auch schon Nachweise in Mineralwässern und das kommt höchstwahrscheinlich aus der Grundbelastung der Regen, des Regens, der Regenfälle, wo diese Stoffe schon zu finden sind. Ja, und Baden-Württemberg ist deswegen so sensibel, weil im Gebiet zwischen Rastatt, Bühl, Baden-Baden und der französischen Grenze 2016 eben der wahrscheinlich größte deutsche Wasserskandal bekannt wurde, ausgelöst vermutlich durch Kompost, der mit Altpapierschlämmen versetzt war und auf den Feldern ausgebracht wurde, wurden rund 1200 Hektar Land mit PFAS verseucht. In Rastatt mussten deswegen zwei Wasserwerke geschlossen werden. Und selbst Biogemüsebauern, die den Kompost zu verwenden abgelehnt haben, den es ja auch untersagt ist, waren ebenso betroffen mit ihrem Gemüse, weil sie das verseuchte Leitungswasser als Gießwasser benutzt hatten. Ein Beispiel, das also zeigt, wie drastisch die Folgewirkungen sind. Wir sehen also an diesem Beispiel, was für eine Rolle die Misshandlung des Bodens bei diesen Stoffen spielt. Eine Komplettsanierung dieser Fläche soll übrigens rund 3,3 Milliarden Euro kosten, wohlgemerkt in einem einzigen Landkreis. Und so behelfen sie also die Trinkwasserversorger in dem Gebiet mit Aktivkohlefiltern, deren Einsatz derzeit einen um 58 Cent pro Kubikmeter gestiegenen Wasserpreis zur Folge hat. Und eine Bürgerinitiative lässt seit Jahren, das Ganze geht ja schon fast 10 Jahre, Blutuntersuchungen der Bevölkerung durchführen und fand Werte von bis zu 63 Mikrogramm pro Liter PFAS im Blut. Der sogenannte gesundheitliche Orientierungswert liegt bei 0,3 Mikrogramm pro Liter und der Vorsorgewert bei 0,1. Und erstmals konnte auch 2016 gezeigt werden, dass Menschen, die dann von Leitungs- auf Mineralwasser umgestiegen sind, abnehmende PFAS-Konzentrationen im Blut hatten, während sie bei den anderen weiter angestiegen sind. Auch im Landkreis Altötting spielt sich in dem Fall industrieverursacht ein vergleichbarer Skandal ab, aber auch im Landkreis Freising, in Ingolstadt, im Nürnberger Land und so weiter, treten immer öfter Nachweise auf. Ab dem 12. Januar 2026 wird in Deutschland für Trinkwasser ein Summengrenzwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter für 20 verschiedene PFAS-Stoffe eingeführt. Zum Vergleich, in den Richtlinien für Biomineralwasser hat die Qualitätsgemeinschaft schon vor 10 Jahren für die 12 wichtigsten Stoffe einen Grenzwert von 0,02 Mikrogramm pro Liter festgelegt. Also dieser neue Grenzwert, der da kommt, ist noch nicht sehr spannend, aber damit ist eine Untersuchungspflicht für alle europäischen Trinkwässer verbunden. Erstmals. Und Untersuchungspflicht nach der Trinkwasserverordnung bedeutet Veröffentlichungspflicht der Ergebnisse. Und das wird interessant werden. Dass das interessant wird, hat eine kleine ganz kurioses Ereignis gezeigt, das in der französischen Presse vor einigen Monaten veröffentlicht wurde. Da wurde eine E-Mail des Präsidenten von Okzitanien, das ist in Frankreich die Region im Süden, also alles südlich bis zur spanischen Grenze, an seine Mitarbeiter durchgestochen zu den Medien. In dieser Mail hat er die Mitarbeiter gebeten, das Trinkwasser der Region nicht mehr zu verwenden, weil die PFAS-Ergebnisse, die man also schon bekommen hat, zu hoch seien. Und möge aber doch auch bitte, wenn man diese Analysen sieht oder mitbekommt, das nicht der Bevölkerung mitteilen, um sie nicht zu beunruhigen. Zumindest bis das dann in einigen Jahren sowieso Pflicht wird. Also das wird eine ganz spannende Geschichte werden und zeigt, dass uns also dieses Thema, sowohl was den Boden angeht, als auch was das Wasser angeht,
spätestens ab 26, 27 öffentlich stark verfolgen wird. Zu dem Problem flächendeckender Verunreinigungen gehören natürlich dann als nächstes die Pestizide dazu, Pestizide in der Landwirtschaft. In Deutschland wurden 2022 mit 48.269 Tonnen verkaufter Herbizide, Fungizide und Insektizide der Rekordwert seit der Wende, seit 1991, vom Jahr 2017 erneut eingestellt. Also wir haben keinen Rückgang der Pestizidverwendung in den letzten 30 Jahren, sondern im Wesentlichen einen stetigen Anstieg. In der ganzen Europäischen Union werden fast 400.000 Tonnen eingesetzt, weltweit sind es 4 Millionen Tonnen. Lässt sich also ganz gut merken, ne? So in der Gestaffel, im gestaffelten Anstieg. Ja, und hier sehen Sie also in Übersicht, wie viel unterschiedliche Pestizide bei den einzelnen landwirtschaftlichen Kulturen zum Einsatz kommen. Offiziell sind in der Bundesrepublik Stand Dezember 2022 281 Pflanzenschutzmittelwirkstoffe in 1849 verschiedenen Handelsprodukten auf dem Markt, und besonders hohe Belastungen des Trinkwassers mit diesen Stoffen finden Sie im Umfeld von Weinbergen und Obstplantagen. Kein Wunder, wenn man nochmal an das Chart, das ich gerade gezeigt hatte, zurückdenkt. Ja, und zu den 48.000 Tonnen, erwähnten Tonnen, kommen dann noch 6.000 Tonnen der deutschen Hobbygärtner dazu. Das soll also nicht unterschlagen werden. 2020, und das war besonders interessant, veröffentlichte Niedersachsen eine umfassende Studie zur Pestizidbelastung des Grundwassers, in die von 2000 bis 2016 1,3 Millionen Einzelanalysewerte eingegangen sind. Und es wurden also im Grundwasser in Niedersachsen 164 verschiedene Pflanzenschutzmittel und ihre Abbauprodukte in 60,9% aller Grundwassermessstellen nachgewiesen. Natürlich nicht alle 164 in allen Messstellen, sondern das sind natürlich die verschiedensten Stoffe in den unterschiedlichsten Messstellen. Und interessant war, dass von den Brunnen bis 30 Meter Tiefe sogar 67,3% verunreinigt waren, aber auch in Brunnen über 80 Meter Tiefe wurden schon in 21% Nachweise gefunden. Und das hat mich vielleicht sogar am allermeisten schockiert. Besonders bemerkenswert war dann bei dieser Veröffentlichung die bewiesene Korrelation der Wasserverschmutzung mit der Art der oberirdischen Landbewirtschaftung. Das sehen Sie an dieser Landkarte von Niedersachsen. Beispielhaft zeigt diese Karte die Nachweise von S-Metolachlorsulfonsäure. Das ist ein Abbauprodukt des typischen Maispflanzenschutzmittels S-Metolachlor. Das sind also die Nachweise, die ganzen Punkte. Je dunkler der Punkt, umso höher die Nachweismenge. Und dem übergelegt sind die Anteile die Anteile des Maisanbaus in Niedersachsen. Auch wieder die dunkelsten Flecken zeigen die höchsten Maisanteile. Und das ist also hier sehr gut zu sehen, dann die Korrelation zwischen dem Einsatz des Maispestizids und dem Nachweis der Abbauprodukte im Grundwasser. Und dieselben Korrelationen konnte man ebenso zeigen für typische Rübenpflanzenschutzmittel oder typische Rapspflanzenschutzmittel. Seit 2008 ungefähr untersuchen die deutschen Landesbehörden ausgehend wieder von Baden-Württemberg eine Vielzahl sogenannter Metabolite von Pflanzenschutzmitteln, Wirkstoffen, also von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen, die Abbauprodukte im Trink- und Grundwasser. 2019 hat dann die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser, die sogenannte LAVA,
die neuesten Ergebnisse bundesweit veröffentlicht. Und bei Pflanzenschutzmitteln und sogenannten relevanten Abbauprodukten wurden diese in 18,8% aller Messstellen nachgewiesen. Dieser Wert war über die letzten Jahre ziemlich konstant. Bei den nicht relevanten Metaboliten dagegen sind die Nachweise aus über 11.000 Messstellen von 45% in den Jahren 2009 bis 12 auf 57,5% in den Jahren 13 bis 16 angewachsen. Und dabei lagen dann in 42,7% die Messwerte bei über 0,1 Mikrogramm pro Liter. Und das ist deswegen krass, denn wenn es einen Trinkwasserqualitätsgrenzwert für diese sogenannten nicht relevanten Metaboliten gäbe, dann wäre er bei 0,1 Mikrogramm pro Liter. Jetzt muss ich noch dazu erklären, der Unterschied von relevanten zu nicht relevanten Metaboliten. Das ist bedeutet, also der relevante Metabolit hat die gleiche chemische Wirkung wie das Ausgangspflanzenschutzmittel, also die gleiche Giftigkeit. Der nicht relevante Metabolit hat eine geringere Wirkungsweise. Wer auf diese schlaue Idee gekommen ist, diese Begriffe zu erfinden, weiß ich nicht. Ich würde mich selbst nur gratulieren, wenn er aus der chemischen Industrie kommt, denn es ist eine perfekte Verwirrung. Nicht relevanter Metabolit bedeutet also keineswegs im Sinne dieses Begriffs, dass es keine Bedeutung hätte, sondern es ist nur so, dass die Giftigkeit geringer ist. Aber für das Grundwasser ist es wesentlich bedeutender, wesentlich wichtiger als die sogenannten relevanten Metabolite. Ja, soweit zu den Pflanzenschutzmitteln. Dann schauen wir auf den nächsten Stoff, der ja nun eher in aller Munde ist, nämlich das Nitrat. Ja, Nitrat ist ein Stoff, der von Bakterien zu Nitrit umgewandelt werden kann. Und Nitrit wiederum ist das eigentlich Gefährliche, weil das kann mit den Aminen zum Beispiel dann im Magen Nitrosamine bilden, die zu den stärksten Krebserzeugern gehören, die wir kennen. Man hat in der Literatur immer als besonders gefährlich dann ausgeführt, dass das also bei Babys zur sogenannten Blausucht führt, einer Krankheit, bei der die Kinder atmend ersticken. Damit das aber passiert, sind ausgesprochen hohe Nitratgehalte im Wasser erforderlich, also eher in der Richtung 250 Milligramm pro Liter aufwärts. Und deswegen kommt es eigentlich nach meiner Kenntnis noch in dem geringen Umfang in Asien, Südostasien vor, aber nicht in Europa. Aber es ist auffällig letztendlich, dass es nur ganz wenige Studien überhaupt gibt, wie Nitrat im Körper wirkt. Und deshalb war eine Studie der Universität Aarhus aus Dänemark von 2018 umso interessanter. Die zeigte, dass das Risiko an Darmkrebs zu erkranken bereits bei Nitratgehalten über 4 Milligramm pro Liter signifikant ansteigt und ab 16,75 Milligramm pro Liter schon 20% höher ist als bei der Kontrollgruppe, die in der Studie nitratarmes Wasser getrunken haben. Das war ein erster klarer Beleg, dass der Trinkwassergrenzwert von 50 Milligramm pro Liter keine Krebsrisiken berücksichtigt. Sinnigerweise wurde die Studie damals unter dem Titel Darmkrebs aus dem Wasserhahn veröffentlicht. Hochinteressant war dann, im März 2023 wurde eine sehr groß angelegte spanische Studie publiziert, die ab 14 Milligramm pro Liter Nitrat im Wasser eine 60% höhere Wahrscheinlichkeit für Prostatakrebs feststellte. Zum Vergleich, bei Rauchern steigt dieses Risiko nur um 20% an. Und bei Menschen, die Wasser mit weniger als 6 Milligramm pro Liter Nitrat getrunken hatten, war das Risiko quasi weg. Das war jetzt, also ich beobachte ja solche Studien oder solche Veröffentlichungen. Und das hat mich, muss ich sagen, schon sehr berührt. Auch wenn das natürlich nur Momentaufnahmen sind und noch keine Beweise. Aber ich sehe das schon als sehr beunruhigend an.
Jedenfalls fühle ich mich nachträglich mit dem seit vielen Jahren bestehenden Grenzwert von 5 Milligramm pro Liter Nitrat für Biomineralwasser sehr wohl. Ja, und 2019 hat dann die Weltbank eine Studie veröffentlicht, die erstmals sich mit der Verschlechterung der Wasserqualität weltweit beschäftigt hat und zeigte, dass Nitrate die weltweit am häufigsten gefundene chemische Verschmutzung des Grundwassers sind. Die EG hat ja schon 1991 eine Richtlinie zum Schutz der Gewässer vor der Nitratverunreinigung erlassen, die nicht viel erreicht hat. So zeigen 13% der nahezu 35.000 Grundwassermessstellen in der Europäischen Gemeinschaft Nitratwerte über dem Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter. In Deutschland allerdings sind davon 26,7% aller Messstellen betroffen. Wir sind das zweitschlechteste EG-Land nach Malta. Ja, und die Festsetzung von Nitratgrenzwerten ist ja äußerst umstritten, da ihre Nichteinhaltung oder Einhaltung ja direkt mit den Düngebedürfnissen konventioneller Landwirtschaft zusammenhängt. Und auch die Weltbank hat übrigens die Grenzwerte als zu hoch kritisiert. Der Anstieg der Massentierhaltung in den letzten Jahrzehnten und auch der Biogasproduktion mit der Ausbringung hoch stickstoffhaltiger Gärreste in Deutschland hängt dabei direkt mit dem Anstieg der Nitratgehalte im Grundwasser in diesen Jahren zusammen. Und speziell in Bayern hat der Anteil der Grundwassermessstellen über 25 Milligramm pro Liter Nitrat, das ist ein sogenannter Warnwert, von 2010 bis 2018 von 28 auf 38,2% zugenommen. Und der Anteil der Messstellen über 50 Milligramm pro Liter hat sich von 5,2 auf 10,2% praktisch verdoppelt. Für die nächsten Jahre, also jetzt die unmittelbar kommenden Jahre, fürchte ich übrigens einen weiteren deutlichen Anstieg der Nitratwerte in Süddeutschland. Denn diese starken Niederschläge, die wir jetzt über doch etliche Monate gesehen haben, werden höchstwahrscheinlich eine Verlagerung des Nitrats aus den oberen Bodenschichten in den Untergrund zur Folge haben. Ja, wie sieht es dann, also das sind ja alles Zahlen, die ich Ihnen jetzt genannt habe, vom Grundwasser, wie sieht es dann konkret im Trinkwasser und Mineralwasser aus? Da schaut es also laut einer Untersuchung der Bayerischen Lebensmittelüberwachung von 2018 so aus, dass die Nitratgehalte damals im Durchschnitt von 70% der bayerischen Trinkwasserversorgung untersucht bei 11,7 Milligramm pro Liter lagen, immerhin über dem zum Beispiel für Babymineralwasser geltenden Grenzwert von 10 Milligramm pro Liter. Wobei die Werte in Bayern von knapp unter 10 in Schwaben bis knapp unter 20 Milligramm pro Liter in Unterfranken reichten. Das zeigt natürlich diese Differenz zwischen Grundwasser und Trinkwasser, dass die Trinkwasserversorger also bisher noch mit der Stilllegung entsprechend verseuchter Brunnen, der Neubohrung und der Mischung der verschiedenen Wässer noch zurechtkommen. Bei Mineralwasser wurden 304 im Markt gekaufte Mineralwässer untersucht. Dort fand das LGL nur in 3% der Proben mehr Nitrat als 10 Milligramm pro Liter. 54% aller Proben lagen sogar unter einem Milligramm pro Liter Nitrat. Nitratwerte im Mineralwasser über 5 Milligramm pro Liter stammen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls aus anthropogener Quelle, also aus landwirtschaftlicher Verunreinigung oder der Umwandlung von Autoabgasen, zum Beispiel über die Waldbäume und vom Waldbaum dann ins Grundwasser. Ja, und während sich also die Situation in Deutschland stetig verschlechtert, ist der Wert von Grundwassermessstellen über 50 Milligramm pro Liter Nitrat in unserem Nachbarland Österreich in den letzten 20 Jahren von roundabout 16 auf roundabout 8% gefallen. Dort wurde allerdings auch 2022 bereits auf 27,7% der Agrarfläche ökologischer Landbau betrieben. In Deutschland liegen wir bei 11,2%. Ja, die Liste der in Trink- und Mineralwasser auffindbaren Rückstände unserer menschlichen Zivilisation ist leider noch wesentlich länger. Ich gehe also aus Zeitgründen dann nicht ein auf Arzneimittelrückstände, Industriechemikalien oder Mikroplastik.
Ich möchte nur noch einen kurzen Hinweis geben auf ein besonders apartes Thema, das aus dem Abwasser auf Trink- und Mineralwasser zukommt. Und das sind künstliche Süßstoffe aus den einschlägigen kalorienfreien Getränken. Insbesondere das sogenannte Acesulfam wird vom Körper nicht verändert und auch in den Kläranlagen nicht abgebaut. Sie gehen also unverändert in den Umweltkreislauf. Und 2016 wurden in Baden-Württemberg schon in 54,6% aller beprobten Grundwassermessstellen Süßstoffe nachgewiesen. Wer noch mehr über die Wasserprobleme wissen möchte, den darf ich auf die Website Biomineralwasser und den Downloadbereich verweisen. Wir haben von 2017 bis 2022 insgesamt vier umfangreiche Studien zum Zustand von Trink- und Grundwasser in Deutschland veröffentlicht. Und das Besondere ist, also diese Schwarzbücher Wasser gehen praktisch so ein bisschen nach und nach durch die Bundesländer durch, je nachdem, was eben an Daten zu erreichen war, was verfügbar war. Und das ist die Besonderheit dieser Schwarzbücher Wasser, dass alle Feststellungen auf nahezu ausschließlich staatlichen Datenquellen beruhen. Es war allerdings eine Sauarbeit, die alle auszuwerten. Ja, soweit der Blick auf die Wasserkrise. Jetzt ein Blick auf das Thema, was gibt es denn für Lösungen? Also zunächst mal um die wesentliche Lösung der Wasserkrise überhaupt zu verstehen, muss man Wasser, erst recht natürlich Mineralwasser, als Frucht des Bodens begreifen. Ja, das ist der absolut zentrale Begriff. Und die zentrale Lösung für die ganzen qualitativen Probleme des Wassers ist dementsprechend simpel. Die heißt, schmeiß den Dreck nicht auf den Boden, dann landet er auch nicht im Grundwasser. Und damit sind natürlich nicht nur landwirtschaftliche Böden gemeint, sondern auch industriell genutzte, wie im Fall der angesprochenen PFAS, also der perfluorierten Chemikalien. Und abgewandelt gilt diese Lösung natürlich auch für die Waldböden, wo wir unter Fichtenmonokulturen zum Teil erschreckend hohe Nitratgehalte im Wasser finden, währenddessen unter Laubmischwäldern nur geringe Nitratgehalte auftreten. Für die quantitative Seite des Problems werden ja in den Medien zahlreiche Lösungsansätze veröffentlicht. Also wie zum Beispiel der Umbau der Städte zu Schwammstädten, die Wiederherstellung von Mooren, die Renaturierung von Flüssen und natürlich die Reduktion der Trinkwasserverbräuche. Das ist alles richtig und das kann alles einen gewissen Beitrag leisten. Das Problem ist aber, dass diese Vorstellungen sehr häufig nicht umsetzbar sind. Wenn man sich das anschaut, ein konsequenter Umbau zur Schwammstadt in einer Stadt dauert Jahrzehnte und ist extrem teuer. Die Wiedervernässung von Mooren ist höchst effektiv, aber um das in einem nötigen großen Umfang machen zu können, sind schlicht und ergreifend die landwirtschaftlichen Nutzer der Flächen im Weg. Also das wird auch nicht kriegsentscheidend sein. Die Renaturierung von Flüssen und die Anlage von Poldern oder anderen Retentionsflächen steht sehr häufig eine längst erfolgte Bebauung im Weg. Wir sehen es ja gerade an dem Hochwasser jetzt wieder in Bayern, wie unendlich schwer sich der Staat tut, selbst in kleinen Gemeinden, bei kleinen Flüssen und Bächen kleine Auffangflächen zu sichern, also entweder ist Bebauung oder eben landwirtschaftliche Nutzung im Weg. Das ist alles andere als einfach. Ja, und die Reduktion des Trinkwasserverbrauchs, die Nutzung von Brauchwässern und die Einführung geschlossener Kreisläufe kann tatsächlich in der Industrie gewaltige Wasserverbrauchsreduktionen bewirken. Dazu aber müssten auch Kommunen und Stadtwerke massiv umdenken und statt dem Mehrverkauf von Leitungswasser als Ziel den Wenigerverkauf ausrufen. Ich glaube nicht, dass die das so ohne weiteres machen oder machen können, wenn es nicht generell neue Finanzierungen der ganzen Wassernutzung gibt.
Also auch da wird es zumindest mit der Anreizseite deutlich schwieriger werden. Interessanterweise schaut die aufgeregte Öffentlichkeit und ihre Medien nicht auf die wirklich relevanten und potenziell sehr wirksamen Möglichkeiten, die in den rund 81% Wald, Wiesen und Ackerflächen in Deutschland für den Rückhalt und die Versickerung von Niederschlagswasser stecken. Sie sehen an diesem Bild, das ich aus dem neuen Bodenatlas entnommen habe, die Flächennutzung in Deutschland. Und jetzt regnet es natürlich auch in ganz Deutschland unterschiedlich, aber regional betrachtet kommt ja überall in etwa dann die gleiche Regenmenge runter. Und wo soll die denn versickern? Wir haben 5% der Nutzung für den Verkehr, also die Straßen, die versiegelten Flächen. Wir haben 9,5% die Siedlungen, die Städte. Also wenn wir 9,5% aller Siedlungen, was sowieso utopisch ist, in Schwammstädte umbauen, dann werden wir den Krieg immer noch nicht gewinnen. Und dann sehen wir noch 2,8% Sonstiges. Das sind unter anderem auch die Moore mit ein paar Prozent, Zehntel Prozent enthalten. Ja, und dann kommen eben über 50% die Landwirtschaft und 30% der Wald. Und das ist entscheidend. Nur wenn wir es schaffen, in Landwirtschaftsflächen und Waldflächen flächig wieder Schwammlandschaften zu entwickeln, haben wir eine Chance, die Infiltration und damit sowohl die Trockenstress und die mangelnde Wasserversorgung in Dürreperioden in den Griff zu bekommen, als auch die Hochwasserproblematik. Gerade die IG Gesunder Boden kümmert sich ja um Bodensanierung und Humusaufbau und damit um eine höchstmögliche Wasserspeicherung in den Oberböden, sprich Problem Dürre adressieren, verbunden mit einer schnellen Versickerung ins Grundwasser. Und das ist der entscheidende Vorgang. Nach dem Bodenatlas 2024 kann ein gesunder Boden bis zu 3.750 Tonnen Wasser pro Hektar speichern. Und von Franz Fösel habe ich kürzlich gelernt, dass ein guter Boden in nur 6 Minuten bis zu 100 Liter Wasser pro Quadratmeter aufnehmen kann. Hochwasser ist dort kaum noch möglich. Also das zeigt doch ganz dramatisch, auf was es ankommt. Das heißt, gute Böden und giftfreie Bewirtschaftung und unsere Wasserprobleme werden lösbar. Ja, und damit kommen wir natürlich auch zur Lösung ökologischer Landbau. Die flächen- und mengenmäßig größte Bedrohung des Wassers kommt nach wie vor aus der Landwirtschaft, auch wenn die Industrie definitiv aufholt. Ja, und das sind Nitrate und Pflanzenschutzmittel. Da der ökologische Landbau auf Kunstdünger und chemisch-synthetischen Pflanzenschutz verzichtet, vermeidet diese Wirtschaftsform eben automatisch den Eintrag dieser Stoffe ins Grundwasser. Wird also zusätzlich sogar ein wasserschutzgerechter ökologischer Landbau betrieben und dadurch der Stickstoffeintrag noch weiter gesenkt, wird die Situation noch besser. Und das Schöne daran ist, dass dieses System durch die Zertifizierung mit geringen Kosten überwacht wird, beziehungsweise sowieso überwacht wird. Und durch das System ökologischer Landbau erhält also die Gesellschaft eine Leistung, eben reines Wasser, die bisher niemand bezahlt hat. Um die Dimension dieser Leistung aufzuzeigen, hat die Qualitätsgemeinschaft Biomineralwasser zur Biofach 2022 erstmals die Biowasseruhr veröffentlicht. Sie finden diese unter der hier angegebenen Webadresse. Im September 2023 haben wir die Daten mit den Jahre, mit den, haben wir die Biowasseruhr mit den Daten des Jahres 2022 aktualisiert und im Herbst diesen Jahres werden wir es mit den Daten 2023 wiederholen. Und das zeigt dann kurz dieses Bild. Auf Basis der Niederschlagsmengen 2022, der ökologisch bewirtschafteten Fläche und einer vorsichtig angesetzten Grundwasserversickerungsrate, die aus konventionellen Böden stammt, ergab sich, dass der ökologische Landbau für 2,7 Billionen Liter sauberes Grundwasser in Deutschland gesorgt hat.
Angesichts wesentlich höherer, aber noch ungenau erforschter Infiltrationsraten von ökologisch bewirtschafteten Böden kann das sogar eine erheblich höhere Menge sein. Da spricht einiges dafür. Ja, und bei diesem Wasser muss eben ein Versorger weder Nitrat noch Pflanzenschutzmittel entfernen. Für die Entfernung von Nitrat geben entsprechende Autoren Kosten von 40 Cent bis 1 Euro pro Kubikmeter an. Für die Entfernung von Pflanzenschutzmitteln wird mit 25 Cent pro Kubikmeter gerechnet. Unterstellt man nun beides zusammen und nimmt die niedrigsten Werte, was dann insgesamt 65 Cent pro Kubikmeter ergibt, und nimmt als Beispiel einen Biobauernhof von 100 Hektar in einem Trinkwassereinzugsgebiet gelegen als Rechengrundlage, ergibt sich dann für die Zahlen 2022 eine Menge auf diesen 100 Hektar von 147 Millionen Liter sauberes Wasser und ein Kostenvorteil für den Versorger bei dieser Menge von über 95.000 Euro. Anders ausgedrückt sind das rund 956 Euro pro ökologisch bewirtschafteten Hektar pro Jahr oder 122 Euro eingesparte Aufbereitungskosten pro Jahr für eine vierköpfige Familie mit durchschnittlichem Wasserverbrauch. Das heißt also, allein die Leistungen der ökologischen Landwirte für den Wasserschutz liegen schon ein Mehrfaches über den Subventionen, die der Staat diesen Landwirten zahlt. Deshalb ist der ökologische Landbau für uns, für die Qualitätsgemeinschaft Biomineralwasser, ein ganz besonders wichtiger Weg aus der Wasserkrise. Und hier zeigt sich eben auch sehr intensiv dann der Zusammenhang, also welche monetäre Leistung damit dahinter steckt. Natürlich ist es nicht so, dass alle Trinkwasserversorger solche Aufbereitungskosten haben. Bisher haben wir ja gesehen, gerade in Bayern, wie also der Zustand des Trinkwassers ist, dass das bisher nur in Ausnahmefällen oder in wenigen Gebieten, in wenigen Sonderfällen erforderlich ist. Aber so wie sich die Entwicklung abzeichnet, wird die Situation nicht besser. Und das heißt also, es ist sehr, sehr gerechtfertigt, in den Wasserschutz zu investieren, in solchen Größenordnungen zu investieren, denn das wird sich insgesamt für die Gesellschaft lohnen. Ja, damit wäre ich mit meinem Vortrag soweit durch. Ich hatte die Vorgabe von ich glaube, von 40 bis 45 Minuten, scheint mir grob zumindest eingehalten zu sein. Und ich hoffe, es ist für Sie interessant gewesen. Und dann stehe ich also jetzt noch weiter für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Herr Mödinger. Wirklich herzlichen Dank für diesen sehr aufschlussreichen und sehr informativen Vortrag, wo wir wirklich gesehen haben, dass unsere Wasserprobleme sind lösbar, ja. Und sauberes Grundwasser entsteht durch gute Böden, durch giftfreie Bewirtschaftung und eben ökologische Bewirtschaftung. Ja, vielleicht möchten Sie noch Ihren Bildschirm. Die Bildschirmfreigabe beenden, dann sehen wir auch die ganze große Runde hier. Moment. Und ich stelle die Frage an die Teilnehmer dieses Webinar Wasser um 7. Gibt es einen Beitrag, eine Erfahrung, etwas, was Sie in dieser Runde teilen möchten, oder gibt es eine Frage, ist etwas unklar geblieben? Sie können gern Ihr Mikrofon wieder aktivieren und einfach losreden, Tobias. Herr Müdinger, grüße Gott. Hallo, Christoph. Haben Sie in Ihren Untersuchungen auch angeschaut, in welcher Form die Waldbewirtschaftung einen Beitrag leistet zur Grundwasserspeicher auf Wiederauffüllung? Also hat eine Monokultur, wirkt sich die negativ auf die Wasserspeicherfähigkeit oder die Grundwasserspeicher aus, oder sind die Laubwälder sozusagen leistungsfähiger im Sinne der Grundwasserspeicherauffüllung? Also ich bin da ja nicht, also nicht der Waldexperte. Ich habe nur gesehen, dass
bei dieser Initiative Zukunftswald und den Veröffentlichungen das also auch so drinsteht. Und wir sind gerade als Qualitätsgemeinschaft, haben wir gerade einen Auftrag erteilt, einer kleinen Übersichtsrecherche für wissenschaftliche Studien weltweit, was es denn gibt, um genau diese, ich sage jetzt mal, Behauptungen in Anführungszeichen noch stärker zu untermauern und zu beweisen. Weil das ist natürlich für uns sehr wichtig, das Problem qualitativ. Das kenne ich aus eigenem Erleben. Ja, es ist also zum Teil schockierend gewesen, wenn man Bohrungen durchführt auf der Suche nach Mineralwasservorkommen und man sieht, denkt, man geht in ein problemloses Waldgebiet, was die Rückstände angeht, und findet dann in den Probebohrungen Nitratwerte, dass einem schlecht wird. Das ist natürlich schon krass. Aber von der quantitativen Seite, was Sie angesprochen haben, fehlt mir bisher die umfassende Kenntnis, und ich möchte da auch zusehen, dass wir da weitere Informationen noch zusammenbekommen. Okay, danke. Danke. Frage an die Runde. Jetzt gibt es die Möglichkeit, sich mit einem Beitrag oder mit einer Frage einzubringen. Oder Ja, Jan, ich hätte. bitte. Moin, von der Nordseeküste. Ich habe ja auch im Chat schon zwei Sachen reingeschrieben. Das eine ist, inwieweit sind die Kläranlagen untersucht, bezüglich Ihres Beitrags zur Nährstofffracht, die in die Oberflächenwässer eingeleitet werden, beziehungsweise auch bei Starkregenereignissen einfach durchlaufen lassen werden, mengenmäßig und auch nährstoffmäßig, und inwieweit trägt das auch bei zum Anstieg der Werte im Grundwasser? Ist das untersucht? Da kann ich Ihnen leider wenig bis nichts dazu sagen, weil ich natürlich mit der Chemie der Kläranlagen mich nicht beschäftigt habe. Oh. Ich weiß da auch nicht mehr, als was ich aus den Medien entnommen habe. Also bei den Kläranlagen, bei dem Thema habe ich bisher eher dann Kenntnis, wenn es um die Spurenstoffe geht, was da als Restausbringer oder Austragsursache dann noch mit der Rolle spielt. Aber zu den Stickstoffen kann ich Ihnen da leider keine Information geben. Ich habe allerdings auch gesehen, dass einige Chatnachrichten da sind. Vielleicht ist das auch ein Ansatz, dass ich versuche, die jetzt mal da alle durchzugehen und zu beantworten, soweit ich das kann. Ja, ich möchte vielleicht, bevor wir noch die Chatnachrichten anschauen, den Herrn Herler kurz zu Wort bitten. Ja, hallo in die Runde. Ich Alles kann gut. zu der vorigen Frage sehr wohl was beitragen. In Bayern, sagt das LFU, werden 4.200 Tonnen über die Kläranlagen in die Vorflut entlassen. Die Landwirtschaft bringt 240.000 Tonnen über die Fläche aus. Und die Vorflut, das ist nicht im Grundwasser logischerweise, sondern die fließt natürlich ab. Also ich kann nur für Bayern den Wert beitragen. Ja, also ich kann vielleicht eins ergänzen, soweit ich das weiß. Gerade also in Bayern haben wir ja nicht sehr viele Wasserversorgungen, die Uferfiltrat gewinnen. Das ist eigentlich mehr ein Thema dann in Nordrhein-Westfalen beispielsweise. Und wir sind jetzt also aus den Uferfiltratgewinnungen keine besonders außergewöhnlichen Nitratprobleme bekannt, die jetzt da höher wären als woanders. Tobias? Ja, meine Frage, Entschuldigung, darf ich da nochmal nachhaken? Meine Frage war auch mehr in die Richtung, dass die Oberflächengewässer ja sehr wohl eine Verbindung zum Grundwasser auch haben. Sowohl, dass sie das Grundwasser beeinflussen, als auch das Grundwasser die Oberflächengewässer beeinflussen. Da sind ja Verbindungen vorhanden. Das ist ja nicht nur die Uferentnahme, Ja, die eine Rolle spielt.
Ich kenne jetzt, wie gesagt, mehr aus dem Spurenstoffbereich wieder, natürlich Untersuchungen, meinetwegen von Flüssen, also von Flusswasser. Manchmal unfallbedingt, dass irgendwelche Stoffe in sehr hoher Konzentration da waren. Aber das ist dann ähnlich, wie der Herr Heller gerade für den Stickstoff gesagt hat. Das schwemmt es also im Wesentlichen weg. Ja, da geht nicht sehr viel ins Grundwasser über. Den Grundwasserübergang, den haben sie tatsächlich dann, wenn er in irgendeiner Form flächendeckend stattfindet. Ja, also das sieht man auch sehr stark bei diesen perfluorierten. Ich kenne da den perfluorierten Chemikalien. Wir haben ja hier den Landkreis Altötting in meiner Nähe, wo es industrielle Verunreinigungen waren. Und da ging der Weg über Kanäle und also über Oberflächenwässer dann ins Grundwasser rein und nicht über den Regen. Also da war das dann so, aber es hat auch sehr, sehr lange gedauert. Und es waren große Mengen, die dann da also von dem betreffenden Industriebetrieb abgegeben wurden. Tobias. Ich möchte die Gelegenheit nochmal nutzen, um auf die Annie Francais-Harar hinzuweisen, die in den 50er Jahren dieses Buch herausgegeben hat, Die letzte Chance für eine Zukunft ohne Not. Und dieses Ehepaar, das sind ja die Entwickler des Edaphons, und die haben explizit sozusagen die Grundwasserleistung eines gesunden oder natürlichen Waldes herausgearbeitet und möchte nur darauf hinweisen, wenn das jemanden interessiert, das ist ein sehr fundiertes Buch aus den 50er Jahren, das neu aufgelegt worden ist, das diesen Zusammenhang zwischen Grundwasser, Wald und Waldboden und gerade die Humusqualität sehr deutlich und sehr profund nachweist. Das wollte ich nur einbringen. Vielen Dank. Danke. Johann, noch das Mikrofon bitte einschalten. Genau, links unten. Jo, hören Sie mich jetzt? Jo, super. Ja, ich hätte ein paar kleine Anmerkungen. Herr Müdinger, natürlich ist es richtig, dass man langfristig versucht, diese Schadstoffe fernzuhalten und eben auf Ökolandbau umsteigt, um die Böden einfach wieder zu gesunden zu lassen und die Wasserspeicherfähigkeit. Wird aber vermutlich Jahrzehnte dauern, bis die Altlasten beseitigt sind. Das haben Sie ja dargestellt. Ja. Von daher müsste man dann nicht auch, ich sage es mal, neben Mineralwasser, Biomineralwasser, der Herr Ernstberger will das gleich im Dreieck springen. Müsste man dann nicht einfach sagen, es gibt heute ganz gute technische Apparaturen, Osmoseapparate, die kriegst du für 200 bis 500 Euro, sind 3, 4, 5 Filterstufen drinnen, hast reines, nahezu 99,99% reines H2O und alle diese Stoffe sind rausgefiltert. Wenn man einfach sieht, wie lang diese Altlasten vorhanden sind. Natürlich werden jetzt manche sagen, ja, okay, dann hast du die Mineralstoffe nicht mehr. Aber da streiten sich ja die Wissenschaftler, wie gesund die wirklich sind. Ne? Also da vielleicht denkt man vielleicht dazu von Ihrer Seite vielleicht eine Aussage. Ja, Und das Dritte Sie ist, sind ja der Erste, der auf so eine Idee kommt. ja, ich mache das seit 10 Jahren schon. Das Problem ist nur, dass bisher immer alle Spurenstoffe schneller waren wie die Aufbereitung. Das heißt, ich kenne keine einzige Aufbereitung, die wirklich alles erfassen würde. Ich meine jetzt die ganz kleinen Haus-Osmosestationen mit Vorfilter, Sedimentfilter, Aktivkohlefilter, eine Ja, Membran also Sie drinnen, kriegen, also die lassen eigentlich nichts mehr zunächst durch. mal zu den Kosten. Umkehrosmose ist nicht billig und da braucht es auch nicht wenig Strom, wenn die funktionieren sollen. Nee, geht nur Mit mit Druck. der Umkehrosmose, die kennen wir sehr, sehr gut, die Technik, denn die ist in sehr vielen Brauereien im Einsatz und da haben sie zumindest den Erfolg, dass sie es Nitrat rausbringen. Dann müssen Sie, wenn Sie also die Aktivkohle einsetzen, dann haben Sie eine gute Chance, Pflanzenschutzmittel rauszubringen. Nicht relevante Metabolite klappt schon nicht mehr so gut. Arzneimittelrückstände klappt es ganz schlecht. Und perfluorierte Chemikalien klappt es auch nur partiell. Das heißt also,
Es ist ja so, dass die ganze Aufbereitungsbranche händeringend Lösungen sucht, ne? Auch von der wissenschaftlichen Seite her. Wir selber sind ja auch Teil von einem riesigen Forschungsprojekt zur Wasseraufbereitung, um hier weiterzukommen. Und das wird keine Lösung sein, ja, weil das wird auf Dauer sehr teuer und sie erreichen es trotzdem nicht. Ist natürlich schön, ne? Man kann dann natürlich sagen, ja, von der Verschmutzerseite, wir müssen nichts mehr tun, wir hauen das Zeug raus und die, die es nutzen, die müssen es halt rausnehmen. Also das ist ja auch eine Umkehr der Verantwortung, das muss man auch noch sehen. Definitiv, das geht gar nicht. Ja, also Ich mache mir jetzt nicht die ehrlich große gesagt halte ich Hoffnung nichts davon. im Es wird Wassernetz. allerdings leider, es wird allerdings leider in Teilbereichen auch nicht anders gehen, denn wir werden teilweise Verschmutzungen sehen, die so erheblich sind, dass allerdings dann die Trinkwasserversorger entsprechend aufrüsten müssen mit hohen Investitionen. Und das haben Sie natürlich recht, da ist die Hausanlage in einem Punkt dem Trinkwasserversorger voraus, weil da könnte man dann die Aufbereitung auf die Wassermenge konzentrieren, die tatsächlich für Essen und Trinken benötigt wird. Weil der Trinkwasserversorger ja immer die Gesamtmenge bearbeiten muss und damit das Ganze natürlich pro Kubikmeter gerechnet wesentlich teurer wird. Aber wie gesagt, werd ab und zu von Leuten gefragt, die sich Angebote machen lassen für ihre Haustrinkwasseraufbereitung. Die sind dann immer ganz enttäuscht, vor allem wenn sie sich sowas gekauft haben, was dann in der Regel allerdings kostenmäßig so in Richtung 6.000, 7.000 € geht. Und dann hören müssen, dass es immer noch nicht perfekt funktioniert. Nö, Herr Müdinger, das stimmt so nicht. Es gibt sehr gute Anlagen aus der Schweiz, die kosten nicht mal 500 €. Die haben drei, vier, fünf Filterstufen drinnen. Das ist eine Membran von Dow Chemicals. Die lässt nur H2O durch. Das Also heißt, ich alle sehe, Mineralstoffe, alle ich glaube es Medikamente dann, sind rausgefiltert. ich glaube Sie es haben dann, wenn keinen ich die Strom Ana wenn ich verbraucht. die Entschuldigung, ich glaube es erst dann, wenn ich die entsprechende Analytik gesehen habe. Und die habe ich bisher noch von keinem gesehen. Ja, Ich da mache ich würde. vielleicht einen Vorschlag, Herr Johann. Sie haben sicherlich unsere E-Mail-Adresse. Schicken Sie uns einfach die Informationen. Ich werde sie an Herrn Müdinger weiterleiten. Und ja, vielleicht ist das der einfachste Weg, doch eine Klärung zu finden. Und jetzt sind wir gerade schon beim Leitungswasser. Wie kann man eigentlich sein eigenes Leitungswasser gut untersuchen nach den ganzen Parametern? Also abgesehen jetzt noch vom Nitrat, welche Möglichkeiten gibt es da? Also die Möglichkeit, oder sagen wir mal, wo sie die meisten oder so gut wie alle, weil derzeit bedeutsamen Stoffe erschlagen, ist, wenn Sie eine Untersuchung machen nach dem Biomineralwasserstandard. Den finden Sie im Downloadbereich in den Richtlinien. Da sind alle Stoffe, auf die es ankommt, aufgeführt. Dumm an der Geschichte ist, dass eine solche Analytik mindestens 3.000, wenn nicht 4.000 € kostet. Das scheidet also normalerweise aus für den einzelnen Verbraucher. Kann man das eigentlich nicht machen. Bestimmte öffentliche Versorger, vor allem in Großstädten, untersuchen sehr umfangreich und einzelne stellen auch alle ihre Untersuchungen ins Netz, zum Beispiel die Stadt Berlin. Die meisten allerdings, die allermeisten veröffentlichen nur das, was sie veröffentlichen müssen, nämlich den sehr geringen Untersuchungsumfang nach der Trinkwasserverordnung. Das ist leider so und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Dann habe ich da auch noch die Frage, wie sind die PFAS in den Kompost gekommen? Da hat derjenige, der diesen Kompost verkauft hat, Altpapier reingemischt. Und in der Druckerschwärze dieses Altpapiers waren die PFAS drin. Und sind Das Kupf. war illegale Entsorgung. Und sind kupferhaltige Pflanzenschutzmittel fürs Wasser unbedenklich? Thema kommt mal immer wieder hoch, weil ja Kupferpräparate im ökologischen Landbau verwendet werden, erlaubt sind. Also mir ist kein einziger Fall bisher bekannt, wo ein erhöhter oder ansteigender Kupferwert in dem jeweiligen Grundwasser hätte gefunden werden können. Theoretisch kann man sich das vorstellen
praktisch extrem schwierig. Wenn, dann hätte man es eigentlich bisher am ehesten in Hopfengärten auch zeigen müssen oder können. Hat aber bisher also nicht geklappt. Das heißt, wir sehen ja immer bei diesen Spurenstoffen eine immense Verdünnung, bis das dann letztendlich im jeweiligen Grundwasserleiter dann zu tragen kommt. Und wir reden natürlich bei Kupfer, wenn es ums Trinkwasser geht, um Grenzwerte im Milligrammbereich. Während bei all den Stoffen, die ich jetzt erwähnt habe, mit Ausnahme vom Nitrat, reden wir von Mikro- und Nanogramm, die dort also dann eine Rolle spielen. Also Dimension von 1000 bis zu 1 Million weniger. Und deswegen wird es also, glaube ich, mit Kupfernachweisen nicht funktionieren. Ja, und dann ist noch dieses Fremdwort Schwammlandschaften. Möchten Sie vielleicht dieses Wort ein bisschen genauer definieren? Ja, das ist eine Erfindung von uns, um sozusagen einen Gegenpol zur Schwammstadt zu setzen. Und es bedeutet eben Landschaften, wie ich es gerade beschrieben habe, mit entsprechendem Bodenzustand und Waldzustand, die in der Lage sind, höchstmögliche Wasserinfiltration zu leisten, eben von der quantitativen Seite, also wie ein Schwamm zu wirken. Und da kennen sich, glaube ich, aber alle Bodenexperten, gerade aus der IG Gesunder Boden, dann im Detail wesentlich besser aus, was das für den jeweiligen Boden bedeutet, als meine Wenigkeit. Gut, Schaue ich dann. selber noch den Chat durch. Also die Frage zur Leitungswasseruntersuchung, also zu allen Parametern, das habe ich beantwortet. Da müssen Sie natürlich dann auch, wenn Sie da Untersuchungen machen wollen, zum Beispiel Spezialinstitut gehen. Also entweder Romais in Bad Kissingen oder Fresenius in Taunusstein. Nitrat im Leitungswasser untersuchen viele, alle Trinkwasserlabore. Das kostet auch nicht viel. Und da ist tatsächlich dann der jeweilige örtliche Versorger muss seine Nitratwerte veröffentlichen und die stehen auch in aller Regel dann auf seiner Website. Also das ist eigentlich ganz gut zu finden. Ja, und diese feucht-warme Witterung ist ja sehr pilzanfällig. Was macht der Bioanbau, um gesundes Getreide und Kartoffeln zu erzeugen? Also da sollen dann bitteschön die Biolandwirte sich äußern. Da bin ich auch nicht der Fachmann dafür. Da müssen Sie also dann jemanden zum ökologischen Landbau mal dazu einladen. Gut, Jan Otto, deine Frage, vielleicht verstehe ich nicht ganz, du bist ja hier noch. Möchtest du noch deine Frage vielleicht mündlich formulieren bezüglich der Humusverbrennung und der Stigmatisierung der konventionellen Landwirtschaft? Ich verstehe die Frage nicht ganz. Ja, Ja, ich ich glaube auch auch nicht. das kann ich noch weiter ausführen. Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Vor 3 Jahren habe ich mal einen Bodenkursus mitmachen dürfen und seitdem erfahren dürfen, was unter unseren Fußsohlen so los ist. Und habe auch seitdem immer wieder an Webinaren und Seminaren teilgenommen, wo Bio-Landwirte und konventionelle Landwirte auf einer Schulbank sitzen und alle genauso wenig ahnen, was da unter unseren Schuhsohlen los ist, wie der andere auch. Deswegen meine Frage, wie kommen Sie auf die glorreiche Idee, dass die Biolandwirtschaft per se eine Heilung der Grundwasserqualität sein könnte, weil das Fehlen der Herbizide im Bioanbau bewirkt bei den allermeisten, die denn nun gerade noch nicht regenerativ arbeiten, ja nur, dass sie mehrfach über den Acker fahren dürfen, um das Unkraut dann eben mechanisch zu bekämpfen, was zu der Humusverbrennung führt, die dann
über die Enminenwerte schon auch nachgewiesen wird. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Sowas ist ja, sowas existiert ja. Und da finde ich das sehr, sehr einseitig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das tut mir sehr, sehr leid, Ihnen das so direkt sagen zu müssen, aber es ist nun mal leider so, Ja, also dass ich ich kann Ihnen da auch nur das sagen, was ich vom Wasser her weiß und sehe. Und da sind die Zusammenhänge sowas von eindeutig. Da gibt es nicht den leisesten Zweifel. Und auch die Untersuchungen, die es eben gibt, Sie haben in einem Punkt recht, es gibt sehr viele Untersuchungen zu allem Möglichen im obersten Bodenbereich, die obersten 30 Zentimeter. Das untersuchen die Landwirtschaftswissenschaftler sehr intensiv. Es gibt dann von den Geologen viele Untersuchungen, was also in der Tiefe los ist, in den diversen Grundwasserschichten nach unten. Aber leider gibt es so gut wie keine Untersuchungen, die den ganzen Bereich dazwischen anschauen. Das heißt, was passiert eigentlich auf der Oberfläche? Und was ist dann aber in der ersten Grundwasserschicht unmittelbar Ursache und Wirkung? Was ist da jeweils? Entschuldigung, Herr Mödinger, darf ich Ja. da mal einschreiten? In den roten Gebieten ist es in Ja. Deutschland verpflichtend seit, oh, nagel mich nicht auf ein Jahr fest, aber ich glaube seit 3 Jahren und 2 oder 3 Jahren, Ja. dass jeder Betrieb von jeder Fläche Enminenproben, also 90 Zentimeter tiefe Bodenuntersuchungen nachweisen muss, sowohl konventionelle als auch Bios. Alle müssen Ja. das machen. Und dort sind Werte auch bei den Bios festgestellt worden, von denen sind die konventionellen in vielen Bereichen weit, weit entfernt. Und das kann ja in diesem Umfange nur dort durch diese Humusverbrennung entstanden sein, weil großartige mineralische Stickstoffe kommen ja nicht zum Einsatz. Also es tut mir So, und leid, ich kann Ihnen diese Zusammenhänge nicht erklären. Ich bin kein Agrarwissenschaftler nicht schlimm. und ich bin auch kein Bodenkundler. Aber ich weiß ganz genau, was die jeweiligen Messstellen und was die flächendeckenden Messungen in Deutschland sagen und was im Vergleich dazu oben los ist. Und das Ja, zeigen auch aber die schönen Entschuldigung, das zeigen die auch die Messstellen messen Beispiele ja. außerhalb Deutschlands sehr deutlich. Entschuldigung, Und ich will die nicht die Messstellen. konventionelle Landwirtschaft stigmatisieren, aber ich will deutlich machen den Zusammenhang zwischen dem, was oben passiert und dem, was unten ankommt. Und darauf lasse ich mich auch nicht abbringen davon. Und wenn es den konventionellen Landwirten nicht gefällt, dann mögen sie etwas ändern. Und dass der ökologische Landbau hier auch eine Bandbreite natürlich bedeutet zwischen schlechteren und besseren, ist auch klar. Genauso bei der konventionellen Landwirtschaft, da gibt es auch Bandbreiten. Und dann spielt noch eine Rolle, was denn sind es für Böden und was ist unter den jeweiligen Oberböden los, um dann zu dem zu kommen, was im Grundwasser passiert. Natürlich, das ist alles nicht so pauschal zu sehen. Und zu beurteilen. Das stimmt Ja, schon. aber woher kommt denn Ihre Kenntnis, dass die Biolandwirtschaft per se weniger zum Nitrat im Grundwasser beiträgt als die konventionellen? Woher Das kommt diese Kenntnis? können Sie gerne in den Schwarzbüchern nachlesen. Da sind sämtliche Literaturstellen angegeben, insbesondere auch die Untersuchungen vom Thünen-Institut. Und darauf stützen wir dann auch die Aussagen. Danke. Darf ich Sie noch fragen, Herr Mödinger? Es gibt ja die Biomineralwasser, den Verein. Da sind ja, wo finde ich diese Dokumente, die Sie da angesprochen haben? Also alles in der Adresse, die ich angegeben hatte, bio-mineralwasser.de, Downloadbereich. Also dort im Downloadbereich findet man all das, was Sie jetzt da angesprochen haben, die wissenschaftlichen Ergebnisse. Ja, Genau. lieber Otto. Dann schau mal dort nach, vielleicht bist du dort fündig und ich denke mir dort, ich habe das schon gesehen, den Downloadbereich ist wirklich sehr umfangreich. Ich denke mal, dass du dort auch fündig wirst über die wissenschaftlichen Studien, die das auch ein bisschen belegen und fundieren von dieser nicht einmal These, die Herr Mödinger da anspricht, sondern scheinbar auch bewiesene Forschungsergebnisse. Gut, Anton Hetz, bitte. So, jetzt probiere ich es einmal heute mit dem neuen Mikrofon und so weiter. Ich hoffe, dass ihr mich jetzt besser hört. Prima, ja, prima.
Sie sagten vorhin, dass so und so viel Nitrat im Trinkwasser drin ist. Wie viel ist denn das ungefähr? Bin ich jetzt, kann ich so pauschal nicht beantworten. Also wie viel Nitrat im Trinkwasser ist, Ja, das oder hängt sein davon. darf. In Deutschland höchst unterschiedlich. Ich habe also bayerische Durchschnittszahlen aus den Regierungsbezirken angesprochen, wo sich die Werte zwischen 10 Milligramm pro Liter in den Trinkwässern in Schwaben und 20 Milligramm pro Liter in denen in Unterfranken in der Bandbreite bewegten. Und Also es ist Durchschnittswerte wohlgemerkt, ja. natürlich auch Trinkwasserversorger, die weit unter 5 liegen oder knapp über 0. Und sie 50 ist der Wert. Wie bitte? 50 darf. Bitte? Die Frage war nach darf, nach Trinkwasserverordnung dürfen 50, ist der Grenzwert 50 Milligramm. Genau. Also, und sie sagten ja dann, die Brauereien, die filtern das raus, also nochmal raus, mehr raus, wie normalerweise drin ist. Das würde ja dann heißen, wenn man Bier trinkt oder was, das ist dann eigentlich gesünder wie das Trinkwasser, oder? Das war schon im Mittelalter so. Allerdings hat das Ziel der Umkehrosmose beim Bierbrauen ist eher bestimmte Mineralstoffe zu entfernen, also das Wasser zu enthärten in einer gewissen Art und Weise, um dann ganz unterschiedliche Biersorten entsprechend zu erzeugen. Aber der angenehme Nebeneffekt ist, dass eben auch das Nitrat rausgeht. Ja, also das heißt, da habe ich eigentlich ein gesünderes Lebensmittel als das normale Leitungswasser, ne? Oder auch Mineralwasser, weil ich habe mal gehört, das Trinkwasser wird ja überwacht ständig. Und bei dem Mineralwasser, also es war mal vor, was weiß ich, 10, 15 Jahren, war das mal irgendwie auf dem Fernseher, da hat man festgestellt, dass in dem normalen Mineralwasser da kann mehr so Nitrate oder Schadstoffe drin sei wie im normalen Trinkwasser. Also da muss ich widersprechen. Deswegen habe ich auch diese Untersuchung zitiert vom Bayerischen LGL, also der Landes der Lebensmittelüberwachung, die ja praktisch alle Mineralwässer am bayerischen Markt untersucht haben, nicht nur Biomineralwasser. Und nur ganz wenige über 10 Milligramm pro Liter überhaupt gefunden haben. Übrigens ist eins das mir bekannte höchst nitrathaltige Mineralwasser, das überhaupt je mir begegnet ist, war Perrier aus Frankreich mit roundabout 18 Milligramm pro Liter. Also das ist bei Mineralwässern schon überhaupt die Obergrenze, die man je gefunden hat. Und die allermeisten liegen unter einem Milligramm pro Liter. Also von daher ist das, was Sie sagten, sicher nicht zutreffend. Und was die Überwachungsseite angeht, also die Trinkwasserversorger haben von der Trinkwasserverordnung her die Vorgabe, die Mikrobiologie relativ intensiv zu untersuchen und die Chemie bei den, zumindest bei kleinen, mittleren, einmal im Jahr. Bei Mineralbrunnen, da haben Sie recht, bei Mineralwasser gibt es keine gesetzlichen Untersuchungsvorschriften, aber die allermeisten, oder praktisch alle Mineralbrunnen machen sehr, sehr intensive Eigenuntersuchungen und diese Lücke, die der Gesetzgeber da quasi offen hat, die haben wir dann beim Biomineralwasser mit entsprechenden Vorgaben dann auch noch geschlossen. Jo, okay, danke. Danke. Ich sehe noch eine Hand gehoben vom Heinrich. Bitte schön. So, kann man mich hören? Jawohl, jetzt haben wir es Ja. ihm. Ja, schauen wir mal. So. Ja, picken wir mal zwei Sachen raus. Also ich wirtschafte auf Böden, die vor gut 100 Jahren degradiert waren, mit, ich sag mal, Eisenschichten unterhalb des Oberbodens. Und ja, oder wir wirtschaften in einer Region, sprich auf Sandböden, wo auch intensiv Vieh gehalten wird und wo auch Biogas ja, stark zugenommen hat seinerzeit. Zwei Sachen. Einmal diese Geschichte mit Pflanzenschutzmittelabsatz im konventionellen Bereich. Da liegen wir seit Jahrzehnten rund um die 30.000 Tonnen. Es schwankt immer ein wenig.
Diese 48.000 oder Richtung 50.000 Tonnen, ich weiß nicht, welche Zahl Sie jetzt genau in Ihrem Vortrag hatten, beruht darauf, dass die inerten Gase für den Lagerschutz von Erntegütern mit aufgenommen worden ist. Also ja, da sollte man bei dem bleiben, was, was auch öffentlich an Daten zugänglich ist, weil die inerten Gase nichts mit dem Ackerbau zu tun haben. Die andere Geschichte ist, ich sage mal, diese 50 Milligramm, wenn das ein Problem ist, dann müssen wir den Grenzwert beim Salat mit bis zu 3000 Milligramm, müssen wir dann mal massiv senken. Das nächste, da möchte ich dem Vorredner nochmal, möchte ich mich anschließen. Ich sitze auch seit Jahren mit Bio-Leuten zusammen, sozusagen auf der Schulbank, und wir probieren ja neue Sachen aus. Wir können auch nicht alles, ich sag mal, untersuchen, aber vom Grundsatz her bekomme ich als Konventioneller von einem Hektar ein paar Leute mehr satt als ein Bio-Landwirt von einem Hektar. Das nächste ist, wo wird welche Biolandwirtschaft betrieben? Ich sage mal, wenn ich ein Grünland habe, das extensiv bewirtschaftet wird und ich entsprechend über die Viehwirtschaft auch nur relativ wenige Leute satt bekomme, dann ist die Frage, wo, ja, ich sage mal, was ist jetzt langfristig wichtiger, dass wir erstmal die Leute satt kriegen oder dass wir nur aufs Wasser schauen? Ich denke, dass wir alles irgendwo unter einen Hut bringen müssen. Und was für mich der große Punkt ist, wir brauchen mehr Wissen über die Bodenmikrobiologie. Diese riesige Blackbox, ja, die uns, ich sag mal, diese 9.500 Kilogramm Stickstoff pro Hektar verwaltet, wo jedes Jahr 1 oder 2% mineralisiert werden, aber je nach Mikrobiologie auch wieder eingebaut werden. Das ist für mich so der Hauptpunkt, wo wir ran müssen, sowohl im konventionellen als auch im Biolandbau. Ja, also das Letzte kann ich nur ganz dick unterstreichen. Ich staune ja selber, also ich kriege ja auch vor allen Dingen über Dr. Ernstberger und IG Gesunder Boden so Dinge jetzt zu Bodenthemen mit. Das wusste ich ja vorher auch nicht, aber wenn ich sehe, welcher Kenntnis oder welcher Aufwand zur Mikrobiologie bei Wasser und Mineralwasser auch getrieben wird und wo wir da inzwischen kenntnisstandmäßig stehen, auch wenn das auch noch nicht reicht, ja, dann staune ich also nur, wie wenig das da zum Boden bekannt ist. Ich frage mich eigentlich, was die ganze Agrarwissenschaft überhaupt macht. Also das ist tatsächlich nur dick zu unterstreichen. Und zu den Grenzwerten, Sie haben recht, also Salat, ich weiß jetzt nicht den Wert von Salat oder anderen grünen Pflanzen. Natürlich sind da die Nitratgehalte deutlich höher. Aber der Mensch trinkt halt mehr Wasser, als er Salat isst. Und bei dem Festsetzen von Grenzwerten nimmt ja der Staat dann auch immer diese Durchschnittsverbräuche der Menschen an und rechnet das Ganze dann möglichst dann bis zum Baby runter, um also danach dann entsprechende Grenzwerte auszurichten. Ja, also so kommt es dann zustande und darum sind die dann auch deutlich unterschiedlich. Dankeschön für den Beitrag und die Antwort, Herr Müdinger. Mhm. Markus, du hast die Hand gehoben, bitte. Ja, hallo zusammen. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Ja. Okay, gut. Ich würde mich mal kurz melden als regenerativ wirtschaftender Biobetrieb. Nochmal das Thema Nitrat immer kurz ansprechen, weil wir da auch viel gemessen haben und mich das auch nicht losgelassen hat. Das große Problem, was man jetzt gesehen hat in den letzten Jahren, ist einfach die Trockenheit im Sommer, gepaart mit den hohen Niederschlägen im Winter. Das heißt, es mineralisiert erstmal sehr wenig. Auch bei Bodenbearbeitung, Stoppelsturz und so weiter, wenn da was gemacht wird nach der Ernte. Und die Nitratmengen, wenn dann nachher noch ein Getreide oder sowas gepflanzt wird, die durch die Bodenbearbeitung entstanden sind, werden dann mit den Winterniederschlägen im Grunde ausgewaschen. Ist bei uns auf den Böden noch relativ human, weil wir relativ haltefähige Böden haben. Was kritisch ist, ist im Ökolandbau, insbesondere ein Kleegrasumbruch im Herbst. Das haben wir halt gesehen bei vielen Niederschlägen, weil im Grunde diese Menge einfach von der Pflanze, von dem Getreide, wie auch immer, nicht mehr aufgenommen werden kann. Das heißt, wir sind zum Beispiel rigoros übergegangen, Kleegrasumbrüche nur noch im Frühjahr zu machen und Körnermais zu bauen. Der zieht den Kleegras in eins so weg. Da sind die Freigabezeitpunkte von dem Stickstoff eigentlich sehr gut mit dem Körnermais harmonieren da.
Gleichzeitig bringt der dann nachher wieder den Kohlenstoff über das Stroh auf den Acker zurück. Ich denke, egal ob konventionell oder bio, jeder sollte einfach so ein bisschen mal gucken auf seinen Kulturen, auf seinen Flächen, wo er denkt, wo es kritisch ist. Entminproben nehmen im Herbst, Entminproben nehmen vielleicht nochmal im Januar, Februar, um zu gucken, was habe ich dann im Boden, hat es sich verlagert, also 30, 60, 90 wären da die Tiefen auf jeden Fall, um zu gucken, gibt es Verlagerungen von Ober- in den Unterboden, um das für seinen eigenen Betrieb jeweils einschätzen zu können. Und denke, da muss sich jeder Betrieb, ob bio oder konventionell, selbst an die Nase fassen und gucken, was da passiert. Und dann, genau, kann man das so auch sehen. Dann war noch die Frage, feuchte, warme Witterung mit sehr pilzanfällig, was machen die Biobetriebe, um gesundes Getreide und Kartoffeln zu erzeugen? Kartoffeln machen wir nicht, Getreide haben wir aber sehr viel mit da und auch anderes Gemüse. Im Grunde genommen, ein Vorteil haben wir so ein bisschen, die Bestände sind etwas dünner, das heißt, die lüften eher ab, sind die Pilzkrankheiten nicht ganz so stark dran. Ansonsten einfach eine weite Fruchtfolge, denke ich, ist sinnvoll. Also vielleicht nicht immer Getreide auf Getreide, sondern Getreide, Ackerbohne, Getreide und so weiter, um da die Pilzkrankheiten ein bisschen zurückzudrängen. Ansonsten gibt es da ja dann auch Sorten, die bestimmte Pilze, also nicht ganz so pilzanfällig sind, wo man darauf zurückgreifen kann. Und ich habe es jetzt leider bei der Gerste bei uns gesehen, bei der Wintergerste, die hat dann doch schon einen Pilzdruck einfach drin so ein bisschen und der Ertrag wird dementsprechend dieses Jahr einfach nicht ganz so toll sein. Zu den Kartoffeln kann ich jetzt nicht so viel sagen mit Pilzdruck, ehrlich gesagt, wie man da handhaben kann. Genau. Okay, das war es aber von meiner Seite. Danke, Vielleicht Markus. eine kleine Ergänzung vom Bierbrauer dann in dem Fall. Da bin ich ja nicht so intensiv drin wie beim Wasser, aber was mir ist über die vielen Jahre der Beratung von Bio-Bierbrauern aufgefallen ist, dass ich keinen einzigen bisher gefunden habe oder getroffen habe, der ein Gushing-Problem gehabt hätte. Und das ist also bei konventionellen Bierbrauern schon eine ganz kritische Geschichte. Also Gushing bedeutet, dass wenn ich die Bierflasche aufmache, dass mir alles entgegenkommt. Und das beruht aufgrund, oder der Grund sind Fusarien auf dem Getreide, die also dann mit den Pilzstoffwechselprodukten dieses Gushing auslösen können. Und wie gesagt, also das ist jetzt kein wissenschaftlicher Beweis, aber es ist eine über Jahrzehnte erfolgte Beobachtung. Ich habe eine Menge konventioneller Brauer gesehen, auch bis zum heutigen Tage, wo Gushing ein Problem ist, aber ich habe noch nie einen Bio-Bierbrauer gesehen, wo es ein Problem war. Danke, Herr Müdinger. Ich denke mir, wir haben jetzt 8:30 Uhr durch. Vielleicht noch einmal ganz die letzte Fragerunde. Habt ihr noch ganz wichtige Hinweise oder Fragen? Heinrich, bitte. Ja, nochmal das Thema, wie kommen wir da weiter? Mikrobiologie, Blackbox im Boden. Da sagten Sie ja, dass man da so wenig weiß. Also um die ganze Düngeverordnung drumherum sind mittlerweile so viele Arbeitsplätze entstanden, die versuchen, im Büro die Zukunft zu lösen durch Buchhaltung. So, da wird so viel Motivation auch auf den Höfen zerstört und ich zähle mich mal zu den Leuten, die neugierig sind und gerne was machen würden. Und bei mir ist die Motivation mittlerweile weg. Lasse das Nötigste machen, um bei Kontrollen und dergleichen nicht auffällig zu werden. Aber das ist sowas von Strafarbeit mittlerweile, schlagbezogen mit allem unterwegs zu sein. Und da komme ich nochmal auf die 9.500 Kilogramm nach Bodenzustandserhebung 2018 zurück. Ich würde mir persönlich wünschen, die Arbeitsplätze, die letzten paar Jahre in der Privatwirtschaft und auch bei den Kammern entstanden sind, aus der Gesetzgebung heraus, dass man die Hälfte der Leute abzieht, die werden ja schon aus irgendeiner Richtung bezahlt, und dass man die dafür einsetzt, auf so wie vorhin der Vorredner, der ja selber Entminproben vermehrt gezogen hat, dass die auf Höfe gehen und da die was anderes ausprobieren. Dass da einfach 10 Jahre lang lockere Datensammlung gemacht wird, um Ideen zu kriegen, so, was können wir in der Region an andere Betriebe weitergeben? Muss nicht mehr Geld kosten und dann irgendwann mal wieder die Motivation auf die Höfe zu bringen, weil wir rechnen uns zu Tode. Weil wenn wir dann noch einen Schritt weiter denken, dann sind wir nämlich an dem Punkt, so nach dem Motto, ach, ihr habt ja Stickstoffvorrat für 50 Jahre genug, aber dass wir letzten Endes noch mehr Stickstoff anhäufen müssen, um Wasser im Oberboden zu halten und gerade
wie ich und andere Berufskollegen hier, die im Prinzip auf einem Sandkasten angefangen sind. Degradierte Böden mit fast keinem Humus. Da ist das sowieso schon so eine Nummer, überhaupt da Pflanzen am Wachsen zu kriegen. Also wir sind hier, meine Vorfahren, ich bin vierte Generation, sind angefangen mit Buchweizen als Pionierpflanze. So, und da ist heute immer auch der Maisanbau mit allen Schwierigkeiten, aber vernünftig gemacht. Und Gott sei Dank sehe ich hier fast keinen dusseligen Senf mehr, jahrzehntelang empfohlen als Zwischenfrucht. Aber der hat unter Umständen mehr kaputt gemacht, als was der Mais vielleicht an negativen Teil hat, weil der nämlich ein Stück weit die Bodenbiologie runtergefahren hat nach heutigem Kenntnisstand. Und da müssen wir die nächsten Jahre erst noch mal abwarten, wo die Reise dahin geht. Ja. Also mein Vorschlag, Leute umverteilen. Ja, würde ich auch im ganzen Wasserbereich sehr, sehr begrüßen, weil ich hatte ja angesprochen, ne, wie extrem schwach eigentlich die ganzen Daten rund um Wasser sind. Nur Baden-Württemberg ist hier eigentlich das Vorbildland, weil hier seit etwa der 90er Jahre schon jedes Jahr sämtliche Daten des Landes aufbereitet veröffentlicht werden. Sodass man also gerade bei diesem ja nur langfristig zu begreifenden Thema Wasser dann über die entsprechenden Informationen verfügt. Das ist bei den anderen Bundesländern nahezu nichts. Also und man fragt sich eigentlich, was machen die alle? Ne? Da muss ich das, was Sie gesagt haben, kann ich nur unterschreiben. Also als Ingenieur ist man sowieso eher pragmatisch veranlagt und versucht, ein Ziel so einfach wie möglich dann zu erreichen und anzusteuern und nicht 10 Umwege zu gehen. Ja, und so kommt mir das aber oft vor hier. Ja, Robert, bitte, die letzte Frage. Ich habe keine Frage, ich habe zwei, drei Anmerkungen. Also, und zwar, da waren die Ökosystemdienstleistungen im Ökolandbau angesprochen, also mit den 956 Euro pro Hektar. Also ich halte es für unwahrscheinlich wichtig, also dass diese Ökosystemdienstleistungen herausgestellt werden, weil nur so kriegen wir eine Chance, dass wir das ganze Problem in den Griff bekommen. Weil das, und zwar diese Ökosystemdienstleistungen, wie es jetzt beim Wald schon gemacht worden ist, gegenrechnen, also mit Subventionen. Und der zweite Punkt, also mit dem Ernteverlust. Ja, also nur so und so Modelle entwickeln, also nur so kommen wir eigentlich da raus. Und das ist ein wichtiger Anreiz. Definitiv, ja. Ja. Und dann habe ich noch zwei Publikationen. Und zwar denke ich, der Professor Auerswald ist ein Begriff in dieser Runde, ja. Hochwasser und Dürre, die Rolle von Landschaftswasserhaushalt und Boden im Klimawandel. Also das ist eine sehr gute Publikation, die er da veröffentlicht hat, also die ist sehr empfehlenswert. Und zum zweiten eine Publikation von der ANL, und zwar Klimawandel, Anpassung durch Schwammlandschaften, dieser Tagungsbericht, also das ist ganz neu, von 2024. Und da findet man eigentlich ganz, ganz wichtige Informationen über die Zusammenhänge so, wie Sie es in Ihrem hervorragenden Vortrag da dargestellt haben. Also da findet man ergänzende Informationen und erklären, und die erklären das also wirklich gut. Das waren meine Beiträge noch dazu. Ja, vielen Dank. Vielleicht zum Schluss auch ein persönlicherer Ansatz von meiner Seite. Ich bin absolut davon überzeugt, dass wir gerade das Problem Wasser ja nur mit den Land- und Forstwirten lösen können. Anders geht es überhaupt nicht. Und das heißt, dann müssen die finanziellen Anreize stimmen. Man kann von niemand verlangen, dass er die Gesellschaft kostenlos bedient. Das wird nicht gehen. Und dazu brauchen wir aber die Entwicklung von entsprechenden finanziellen Modellen, wo man sagt, ja, okay, so oder so könnte es funktionieren. So wird das für den Landwirt interessant und oder auch für den Forstwirt natürlich ebenso.
Und dann kann sich etwas verändern, denn Land- und Forstwirtschaft, wenn sie sich verändern soll, ist es ja immer auch ein Prozess über viele Jahre hinweg. Und die Auswirkungen im Wasser sehen wir dann auch erst wieder in vielen Jahren. Also das wird dann wirklich Zeit, wenn man auch die Entwicklungen im Klimawandel betrachtet, dass man da was macht und sich also drum kümmert. Ja, und da, wie gesagt, gehören alle dazu. Da müssen alle dazu helfen, anders geht es nicht. Ja, dann danke ich euch wirklich herzlich für die Teilnahme und auch die Fragen. Ich möchte jetzt noch ein Thema kurz aufgreifen, das im Chat drinnen gestanden ist. Selbstverständlich werden wir die heutige Aufzeichnung von Herrn Mödiger und den Vortrag werden wir auf YouTube stellen, und zwar auch unter die Playlist Gesundes Wasser und auch öffentlich stellen. Und wir laden auch euch alle herzlich ein, diese Sendung zu teilen. Und ja, bevor ich meine Abschlussworte spreche und auch meinen Hinweis gebe, dass der Herr Professor Dr. Auerswald bei uns am 23. September ist, stelle ich noch einmal die Frage an Sie, Herr Mödinger. Haben Sie abschließend noch ein paar Worte zum Abschluss unseres Webinars? Also ich kann nur sagen, alles letztendlich zu tun, um Wissenslücken zu schließen, ja, was die ganzen Zusammenhänge angeht, zwischen Landbewirtschaftung, Waldbewirtschaftung, Boden und Wasser. Denn das zeigen ja auch mein Part vom Wasser her, ja, dass es auch da unendlich schwierig ist, ja überhaupt die ganzen Informationen zusammenzutragen. Und da muss also auch in dem Bereich noch deutlich mehr passieren. Die Mikrobiologie ist angesprochen, die ich für äußerst wichtig halte. Eben die vielen anderen Themen auch. Das heißt, wir müssen auch aus der Seite der Praktiker zusehen, dass wir die Wissenschaft hier auf den richtigen Pfad führen und zum Jagen tragen, auch wenn das leider, ja, das ist halt leider manchmal nötig. Geht mir auch, wenn es um Wasserthemen geht, geht mir das auch immer wieder so. Aber wenn Ja. wir es nicht machen, wer denn dann? Herr Mödinger, besten Dank. Wenn wir es nicht machen, wer denn dann? Und genauso noch einmal, was ich gerade angesprochen habe. Am 23. Hoppala, was ist jetzt passiert? Okay, der ist jetzt weitergehüpft. Also am 23. September um 19 Uhr haben wir Herrn Professor Dr. Auerswald eingeladen, das Wasser in der Landschaft halten. Vielleicht möchtet ihr das euch schon vormerken. Doch unser nächster Termin ist bereits kommende Woche. Am 10. Juli kommt Dr. Martin Grasberger und spricht über das Thema Regenerativ Aufbruch in ein neues ökologisches Zeitalter. Am 29. Juli ist unsere offene Runde, wo jeder eingeladen ist, auch noch nicht Mitglieder. Wir gestalten gemeinsam das Treffen am 20. November. Das ist also der offizielle Start zu unseren Arbeitsgruppen, von unseren Arbeitsgruppen. Kommt und nehmt teil am 29. Juli um 19 Uhr bei den Online-Meeting, wo wir das Treffen der Arbeitsgruppen beim Bodentag vorbereiten. Am 1. August spricht Matthias Schwarz über das Thema Multitalent Hanf, wie Hanf im Boden und als vielseitiges Produkt Mehrwerte schafft. Ja, und in diesem Sinne sage ich auch allen ganz herzliches Dankeschön für euer Interesse und euer Teilen des Videos, was wir schon bald auf YouTube stellen werden. Ich wünsche euch eine gute Zeit und pfiat euch.